Ich habe mir geschworen, nicht zu weinen. Das ist kein Abschied, es ist ein bis später. Wow, heute muss mein Glückstag sein. Meine eigene Puppe. Wahnsinn. Sie ist so hübsch. Du siehst umwerfend aus, so stylisch und glamourös. Oh, hey. Oh je, was ist denn mit deiner Puppe passiert? Sie hat nur ein Bad Hair Day. Was ist das? Ein Puppen-Makeover? Das ist ja praktisch. Ich hab's zuerst gesehen. Das ist voll cool. Behindere mich nicht sonst. Ich? Du hast sie gehört, Lady. Was ist hier los? Das ist so aufregend. Warte, was ist das für ein Geruch? Wow, das brennt in der Nase. Mach's dir bequem. Das nenne ich Service. Du riechst fast so schlimm wie ich. Ich muss dich sauber machen. Du siehst schlimm aus. Nichts für ungut. Igitt, guck dir das an. Voll eklig. Das könnte eine Weile dauern. Aber danach siehst du wie neu aus. Hast du schon mal was von Körperpflege gehört? Was war das? Das soll aufhören. Du bist so dreckig. Das ist harte Arbeit. Wird Zeit für die schweren Geschütze. Das wird nicht wehtun. Ich muss gleich kotzen. Ich wollte Pommes und keine dreckigen Wattestäbchen. Du siehst gut aus, aber du stinkst noch. Was machen wir da? Warte mal, die Schachtel ist nützlich. Ich habe auch schon eine tolle Idee. Cool, eine gratis Lichtshow. Muss das so sein? Genau, was wir brauchen. Deine eigene Dusche. Was willst du mehr? Worauf wartest du noch? Rein da. Den Gestank ertrage ich nicht länger. Ich dusche gerne mit Musik. Der Song gefällt mir. Sind sie weg? Oh nein, meine Puppe, das ist eine Katastrophe. Dein Make-up ist verschmiert. Das kann nicht so bleiben. Wir müssen an unseren guten Ruf denken. Ich weiß, damit könnte es gehen. Auch wenn es zu schlicht ist für unsere Verhältnisse, ich tupfe Goldfarbe außen ran. Ich nehme einen Schwamm statt einer Bürste, weil es einfacher ist. Ich mache das rund um den Behälter. Dann klebe ich kleine Zierfüße ran. Aber ich bin noch nicht fertig. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich trage klaren Nagellack oben auf die Kante auf. Und dann streue ich goldenen Glitzer drüber. Ein paar Edelsteine müssen auch ran, stimmt's? Wow, das wird fantastisch aussehen. Und fertig. Eine Wanne für eine Königin. Jetzt wird's Zeit für ein entspannendes Bad. Ich weiß, du wirst es lieben. Wie ist das Wasser? Hoffentlich schön warm. Hey, vielleicht zünde ich noch ein paar Kerzen an. Würde jedenfalls zur Stimmung passen. Aber du siehst schon glücklich aus. La 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 la. Ich denke, das reicht jetzt. Du willst ja nicht verschrumpeln. Du bist fertig. Ist das Kokosnussduschgel? Ich rieche das. Gute Wahl. Wir haben noch einiges zu tun. In deinem Haar klebt so viel Kaugummi. Was können wir dagegen tun? Wie wär's mit deiner neuen Frisur? Ich schneide den aus deinem Haar. Brauchst du das noch? Ach, egal. Das war's. Ich glaube, ich hab alles. Jetzt zum Styling. Aber ich habe keine Bürste. Damit geht's nicht. Aha, das wird perfekt. Ich schneide einen Ast ab. Ich brauche nur ein kleines Stück. Ich mache Kleber auf die eine Seite und klebe der Zahnstocher ran. Jetzt kann ich deine Haare kämmen. Es soll wieder schön glatt werden. Fühlt sich das gut an? Das geht super. Du wirst aussehen, als kämst du frisch vom Friseur. Dein Haar ist jetzt schön weich. Jetzt habe ich dich abgetrocknet, aber deine Haare, so darf dich niemand sehen. Schon gut, ich habe hier eine Bürste. Und schon bist du wieder schick. Ich mach dir einen Pferdeschwanz. Ups. Hey, pass doch auf. Oh, warte mal. Die kann ich gut gebrauchen. Wow, Britney darf's nie erfahren. Guck mal, was ich hier habe. Die wird toll an dir aussehen. Ich stecke sie dir ins Haar. Oh, wie niedlich. Mit Accessoires kann man nichts falsch machen. Das läuft nicht gut. Versuchen wir es mit Farbe. Nicht bewegen. Ich will's nicht ruinieren. Ist ja wie im Kunstunterricht. Nicht mein bestes Fach. Dann bleibt mir nur eins übrig. Ich muss sie abschneiden. Wie wär's mit einem Bob? Vielleicht habe ich zu viel abgeschnitten. War aber auch schwieriger, als ich dachte. Na gut. Alles kommt runter. Der Glatzenlook ist gerade voll in. Wow, dein Kopf glänzt ja so. Das habe ich angerichtet. Ich muss das beheben. Ich hab's. Dieses Band kommt wie gerufen. Ich brauche aber nur ein kurzes Stück. Und ich brauche eine Nadel. Mit der trenne ich das Band auf. Dann kommt noch Klebeband ran. Und ich klebe sie auf den Kopf. Ich klebe Schicht für Schicht ran. Ist wie eine Perücke. Du siehst wunderschön aus. So lang und golden. Kleine, du siehst fantastisch aus.
Ich habe nur den Pony etwas gestutzt. Ich denke, wir sind fertig. Hey, wo guckst du hin? Hä? Oh, ich verstehe. Ja, er sieht süß aus. Der ist dein Typ, was? Wow, du bist verliebt. Ich glaube, er mag dich auch. Aber so kannst du nicht rausgehen. Du brauchst ein neues Outfit. Komm her, setz dich hier hin. Was hältst du hiervon? Dann was anderes. Das sieht gut aus. Wow, du bist echt wählerisch. Wir haben den gesamten Kleiderschrank durchforstet. Es gibt nichts anderes. Aber du brauchst doch was zum Anziehen. Hey, ich habe eine tolle Idee. Dafür nehme ich diesen Stoff. Warte kurz. Ich falte den Stoff und schneide dann die Ecke ab. Der Schnitt soll so gerade wie möglich sein. Das kommt um deine Taille. Und dann noch weitere Schichten und dieses goldene Band hält alles zusammen. Ein wunderschönes, wallendes Kleid. Warte, bis er dich daran sieht. Du siehst hübsch aus. Du schaffst das. Oh, wie romantisch. Wie ein Märchen. Leute, das ist eine Familiensendung. Ich lasse euch etwas Privatsphäre. Er hat ein Geschenk für dich. Wie aufmerksam. Diese ganze Romantik macht müde. Verschwinde von hier. Setz dich bitte. Wer sind denn die Puppen? Was haben die gesagt? Lass sie in Ruhe. Hört auf zu lachen. Puppen können echt gemein sein. Ignoriere sie einfach, aber wir sollten deine Kleidung wechseln. Ich weiß. Hoffe, du magst Magie. Das wird der beste Trick aller Zeiten. Ich mache aus einer Mülltüte ein schickes Kleid. Wie findest du es? Ja, es ist fantastisch. Jeder braucht ein kleines schwarzes. Nee, nee. Den haben wir es gezeigt. Schön, dass ich dir helfen konnte. Wow, guck dir die Kleider an. Ja, die sehen toll aus. Und die Idee mit der Mülltüte. Fand ich auch gut. Mund auf. Es ist wichtig, genug zu trinken. Der Rest ist für später. Aber wohin mit der Flasche? Nö, das klappt nicht. Kannst du die halten? Wir müssen uns was einfallen lassen. Gib mir einen Moment. Wow, siehst du das? Hey, was machst du da? Oh, das machst du nicht. Erwischt. Was willst du? Ich brauche nur ein Stückchen von diesem Stoff. Oh, deine Fingernägel, Igitt. Kannst du behalten. Ist doch nicht schlimm. Sie sind etwas schmutzig. Ich mach die später sauber. Jetzt habe ich Wichtigeres zu erledigen. Ich lege den Stoff auf den Tisch und schneide ein kleines Rechteck aus. Das falte ich einmal, genau so. Da lege ich eine Schnur drauf und jetzt klebe ich alles zusammen. Wow, eine Designer-Handtasche. Da passen all deine Sachen rein, wie die Wasserflasche. Nimm sie. Hey, du brauchst auch eine Tasche. Gucken wir mal. Vielleicht habe ich was in meiner Tasche. Damit geht's nicht. Warte mal, was ist das? Ganz vergessen, dass die hier drin ist. Mit der putze ich mir jetzt aber nicht die Zähne. Ich trage Kleber auf das Gehäuse auf. Das müsste reichen. Hier habe ich eine Schale mit kleinen Perlen. Da tauche ich das Gehäuse ein. Und drehe es. Es soll komplett bedeckt sein. Jetzt kann die Zahnbürste weg. Und wir haben eine Handtasche. Genau so eine braucht meine Puppe. Die passt auch sehr gut zu deinem Kleid. Ich bin zufrieden damit. Wir sollen nachher in die Stadt fahren. Brittany scheint nett zu sein. Wir könnten Freundinnen werden. Oh mein Gott, sind die für mich? Ich will, dass das passiert. Aber ich brauche ein Geschenk. Oh, was ist das? Oh, ist leer. Ich muss was finden. Was ist hier drin? Ich glaube nicht, dass das was für Brittany ist. Weiter geht's. Muss meine Augen offen halten. Oh, vielleicht mag sie ja Blumen. Die nehme ich. Ich mache einen schönen Strauß. Ich bringe die Blumen zusammen und wickle eine Schnur drum und eine Schleife. Oh, wie hübsch. Ich hoffe, der gefällt ihr. Na los, überreiche ihn. Brittany? Was ist los? Ich habe hier was für dich. Bitte sehr. Für mich? Bin gleich wieder da. Aber... Ich muss was finden. Nichts davon ist gut. Eine Halskette. Aber ich brauche noch was anderes. Oh, ein Tiger. Ich glaube, das könnte klappen. Es ist einen Versuch wert. Ich muss den in was Besonderes verwandeln. Nee, kein Dinosaurier. Ein Skorpion. Schon besser. Der braucht noch etwas Farbe. Ich nehme Schwarz und mache Flecken drauf. Dann tupfe ich Gelb drauf. Sieht fantastisch aus.
Jetzt brauche ich die Halskette. Ich lege sie um seinen Hals. Wow, guck dir das an. Das ist ein edles Kätzchen. Fantastisch. Oh, Kendall guckt so traurig. Muntern wir sie auf. Hey, Kendall. Der ist für dich. Ich hoffe, er gefällt dir. Wow, mir hat noch nie jemand was geschenkt. Nimm diese Blumen. Oh, es ist der Gedanke, der zählt. Komm her. Hä? Oh nein, ich bin auf sie getreten. Oh, oh, ich hab sie. Sie sah bestimmt mal gut aus. Denkst du, was ich denke? Challenge Time. Das wird unsere bisher beste Arbeit. Wer geht nicht gerne baden? Vor allem mit ein bisschen Zucker. Passt das alles rein? Bitte sehr. Die braucht sie definitiv. Für dich, kleine Lady. Diese Bürste wird sie auch brauchen. Peeling ist der Schlüssel für glatte Haut. Fühlt sich das toll an? Oh ja, das ist die Stelle. So frisch wie ein Gänseblümchen. Haben wir gut gemacht. Wer ist das? Hey, gib dir das Barbie von mir. Was steht da? Er lädt Barbie zum Abschlussball ein. Und? Ja! Cool. Oh, wie romantisch. Wir haben noch viel zu tun. Da ist ja überall Spliss. Das bedeutet nur eins, ein Haarschnitt. Schauen wir mal. 1 Zentimeter hier. Okay. Dann mal los. Mach dir keine Sorgen, Barbie. Das wird nicht wehtun. Da muss nur einiges runter. Hat er einiges gesagt? Du weißt, was du da tust, oder? Oh, definitiv. Das will ich selbst beurteilen. Hä? Hey! Vertrau mir, Miles. Olivia! Nein! Jetzt wird's spannend. Nein, ich kann nicht zusehen. Das ist heute total in. Wirst du gleich sehen. Keine Bange. Wetten, sie fühlt sich schon besser? Hier noch ein bisschen. Fertig. Wo sind meine Haare? Was für eine Tragödie. Die schönen Locken. Eine Verschwendung. Warte mal. Wo kommt der denn her? Hey, gib den her. Du willst Haare? Lehn dich zurück. Das dauert etwas. So viele Löcher in diesem Kopf. Aber ich werde sie alle stopfen. Das wird fantastisch werden. Guck dir mal diese Schichten an. Wow. Das ist meine beste Arbeit. Gefällt's dir, Barbie? Ich glaub schon. Hey, was machst du da? Oh, Liebkosungen für mich? Blaue Haare, was? Na gut. Oh, wie süß. Hä? Olivia? Hi, du. Wow, deine Haare. Sie sind so blau. Man kann sagen, ich wurde inspiriert. Ich habe kein Problem damit. Bist du bereit? Yep, so sollte es gehen. Die Messungen müssen genau sein. Und die Taille? Wie ich vermutet habe. Yep, fangen wir an. Jetzt wird geschnippelt. Wir kommen voran. Das sollte passen. Und die Farbe? Gefällt sie dir? Igitt, nein! Vielleicht doch nicht. Uah. Die hier, hä? Atmen, atmen. Ist das Mode? Kann dich nicht hören. Was? Wir brauchen was Besseres als das. Warte. Ich mach das schon. Hier, puste genauso. Ja, so ist's gut. Das sollte dich beruhigen. Gern geschehen. Wo war ich? Was ist hier los? Lass mich mal sehen. Ich denke, den kann ich gebrauchen. Yep, das wird dir gefallen. Warte einfach. Zuerst den Luftballon in der Mitte falten, dann die Spitze abschneiden. Das gleiche mache ich an der Basis. Schön. Jetzt den Ballon entfalten und über ihre Beine ziehen. Passt perfekt.
Aber wir sind noch nicht fertig. Wer wünscht sich nicht eine definierte Taille? Und eine Weste sorgt für das gewisse Etwas. Sieht komplett aus. Sie ist bereit fürs Fotoshooting. Ich liebe dieses Material. Hey, ist ein guter Anfang. Aber es gibt noch mehr zu tun. Sie kann keine nackten Nägel haben. Wow, die sind aber lang. Keine Sorge, ich kürze sie noch. Mit denen wird sie nicht viel machen können. Deshalb werden sie abgeschnitten. Perfekt. Und die auch. Sehr schön. Aber die sind furchtbar spitz. Das haben wir gleich. Dieses Geräusch ist furchtbar. Hat sich aber gelohnt. Sie ist fertig. Teamwork schafft mehr. Hm? Schlag ein, schlag ein. Klar doch. Gern geschehen. Glaubst du, sie liebt ihn wirklich? Ich weiß nicht. Warte, sie schüttelt den Kopf. Ach. Psst. Hä? Guck mal, das ist Barbie. Sie hat das Handy. Das gehört jetzt mir. Ach, wie unhöflich. Warte, ich mach das schon. Und ich weiß wie. Barbie bekommt ihr eigenes Handy. Niedlich, stimmt's? Machen wir noch Glitzer dran. Das hier. Ich mach das an den Rand. Das kommt rundherum. Gut, dass das Klebeband ist. Und passt perfekt. Aber da fehlt noch was. Ein bisschen Geld. Dieses Plastik sichert es. Mit Glitzer sieht alles besser aus. Und ich habe eine Menge davon. Perfekt, wenn ich das so sagen darf. Hä? Das Teil ist ja süß. Du hast das gemacht? Ja. Yep. Und es gehört dir. Das hat geklappt. Wo waren wir? Hoffentlich habt ihr WLAN. Wollt ihr auch gucken? Wollen wir. Müssen nur den richtigen Winkel erwischen. Dieses Video ist so witzig. Gefällt mir. Wenn meine Berechnungen richtig sind. Hey, riechst du das? Oh. Das kommt von dir. Nein, da ist es wieder. Nein, nimm die Arme runter, Kleine. Diese Achseln sind der Hammer. Haha. Ich ertrag das nicht mehr. Ich mach das. Halte jetzt still, okay? Ich kann nicht atmen. Unglaublich. Kein Problem, ich mach das schon. Willkommen im Salon, Barbie. Einmal gewachst, machst du nichts anderes mehr. Erledigt. Siehst du? Ekid, das war ja viel. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Riecht aber besser. Und guck, wie glatt die sind. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin dran. Ich will auch glatte Achseln. Was sagst du dazu, Barbie? Ja, mach's nicht. Lieber nicht. Du hast die Puppe gehört. Was? Ist doch nicht so schlimm. Ich sollte mal Deo benutzen. Ich hab Hunger. Ich könnte ein Pferd essen. Dito, bin auch am Verhungern. Was ist los? Ich hab auch Hunger. Füttert mich. Oh, ich fühle mich mies. Ich weiß, ich habe zufällig eine Torte dabei. Eine super kleine Torte. Hier. Wie geht's? Bah! Oh je, was geben wir ihr dann? Ich weiß nicht, was willst du? Meine Handtasche? Oh, sie will ihre eigene Handtasche. Ich besorg dir eine. Du brauchst dieses kleine Ding. Oh, das hier auch. Ich hab's kapiert. Aber zuerst kommt Heißkleber. Da kleben wir die Perlen ran. Und bald sieht es so aus. Hier ist noch was frei. Oh yeah! Fertig! Perfekt. Obwohl, da fehlt noch was. Die zum Beispiel. Boom! Das war einfach. Das ist eine süße kleine Handtasche. Und sie gehört dir. Hä? Das ist meine? Total schick.
War kein Problem. Was jetzt? Ich muss pinkeln. Echt jetzt? Beruhig dich, Miles. Sie kann die nehmen, siehst du? Ist eine kleine Toilette. Hier, geh drauf. Oh, ah, es kommt. Was ist das für ein Gestank? Schnell weg hier. Ah, jetzt fühle ich mich leichter. Du hast es weit gebracht. Dein Ernst, Miles? Dein neuer Look rührt uns beide. Das war mal ein Makeover, was? Hm, ist schon spät. Guck, da kommt Ken auf einem Pferd angeritten. Hi. Sie wartet auf dich. Geh schon, du bist bereit. Schön festhalten. Wow, was ist das für ein Ort? Das war echt gute Arbeit. Ich habe eine Schwäche für Happy Endings. Ich gehe zum Unterricht. Wow, guck dir das an. Das nenne ich mal ein Puppenhaus. Ich könnte ein besseres bauen als das hier. Ich melde mich definitiv für den Wettbewerb an. Hey, weg da. Ich will am Wettbewerb teilnehmen. Lass los. Pass doch auf. Ah! Nein. Guck, was du angerichtet hast. Ich? Ich wollte nur den Stift. Ah! Oh, was ist passiert? Au, das tat weh. Nimm das weg von mir. Wo sind wir? Guck dir das an. Ich kann das für mein Puppenhaus nehmen. Hm, wo fange ich an? Ich will, dass es perfekt wird. Zuerst verkleide ich die Wände. Ich nehme farbiges Papier. Das geht schnell und einfach. Wow, so schön bunt. Was denkst du? Ich weiß, dir gefällt's. Ich habe ein Auge für Design. Was ist mit Britney los? Sie hat schon angefangen? Ja, ich weiß. Beeindruckend. Sei ruhig neidisch. Ich brauche Inspirationen. Hm, nein. Nee, gefällt mir nicht. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt müssen wir warten. Juhu, ich liebe diesen Teil. Oh, das ist so süß. Das gefällt mir. Na los, schau dich um. Das ist alles, was du brauchst. Nein, gefällt dir nicht? Ist okay, ich ändere das. Da fehlt nur ein bisschen Gold. Ich kenne doch deinen edlen Geschmack. Ich passe das einfach an. Ich habe die Blätter zugeschnitten und klebe sie in die Wände. Okay, schon besser? Ja, das gefällt dir. Oh, ich bin voll müde. Du bist auch müde? Dabei mache ich die ganze Arbeit. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Ich werde diesen Vorhang zurechtstutzen. Das heißt, ich schneide mir was ab. Das reicht schon. Ich habe ein Bett aus Pappe gebaut. Und den Stoff lege ich als Bettlaken drauf. Sieht doch gemütlich aus. Jetzt kannst du ein Schönheitsschläfchen machen. Hm, ist ein bisschen kahl. Es fehlen Möbel. Träum was Schönes. Hm, das ist eine gute Idee. Genau, was wir brauchen. Ich habe einen Plan. Komm mit. Hallo, Candle. Was willst du? Ich will diesen Schaum. Ich bezahle auch dafür. Wow, stell dir vor, was ich damit alles kaufen kann. Hm, Schokolade. Geht's dir gut? Wow, du bist ein harter Brocken. Mehr Geld? Wahnsinn, das ist der beste Tag aller Zeiten. Juhu! Langsam wird's lächerlich. Ich bin reich. Ich war noch nie so glücklich. Nimm, er gehört dir. Na endlich. Das wird ein sehr weiches Bett. Ich habe ein Rechteck ausgeschnitten. Jetzt dekoriere ich es noch. In Gold natürlich. Und mit ein bisschen mehr Glamour. Ich drücke diese Stecknadel in ein zweites Stück Schaumstoff. Die sehen aus wie Perlen. Das ist die letzte. Dann stelle ich alles zusammen. Das ist der Kopfteil. Eine kuschelige Decke kommt auch noch drauf. Und Kissen. Wow, das sieht toll aus. Hier ist ein guter Platz. Jetzt klebe ich noch ein Band aufs Dach mit einem Vorhang dran. Du sollst dich ja im Bett entspannen. Ich glaube, das war's. Na los, leg dich hin. Gute Nacht. Ah, das tut gut. Ich habe so viele Süßigkeiten gegessen. Mein Zahnarzt wird sauer sein. Aufwachen. Ich meine, Kikeriki. Hä? Ist schon morgen? Ich habe so gut geschlafen. Hä? Wo ist meine Puppe? Hm, ich kann's mir denken. Hey, was machst du da unten? Ignoriere mich nicht. Komm her. Hörst du nicht? Was hast du getan? Schau dich nur an. Du hast überall Schokolade im Gesicht. Wir müssen dich sauber machen. Ich diskutiere nicht mit dir darüber. Sei doch nicht so.
Okay, ich weiß. Wir werden diese Wanne umgestalten. Ich tupfe Goldfarbe drauf. Der Schwamm macht auch eine schöne Oberfläche. Danach kommt goldenes Band an den Rand. Wow, total dekadent. Aber Muss, du willst ja mit Stil baden. Hier habe ich eine goldene Toilette. Passt perfekt. Aber die wird noch schicker. Ich betupfe den Deckel und streue Glitzer drüber. Auf den Spülkasten kommt auch noch Goldband. Wie wär's noch mit einer goldenen Kette? So eine Toilette habe ich noch nie gesehen. Fertig. Wie gefällt dir das? Du verdienst nur das Beste. Ich stell das ins Haus. Die Toilette kommt hierhin. Und die Wanne neben das Fußende. Das ist ein luxuriöses Bad. Dann lassen wir das Badewasser ein. Oh, wir können das nehmen. Ich gieße die Cola in die Wanne. Und du bekommst Blubberblasen. Mit den Minzbonbons wird es ein Whirlpool. Rein mit dir. Entspann dich. Es ist deine Zeit. Ich habe so toll von Süßigkeiten geträumt. Warte mal. Oh, das war ja echt. Hä? Was riecht hier so? Ach, komm schon. Hör auf damit. Das ist ja eklig. Was hast du denn gegessen? Igitt. Oh, ich werde ohnmächtig. Mädel, du hast ein Problem. Du brauchst eine Dusche. Hm, aber ich habe nur diesen Trinkhalm. Ist aber kein Problem. Ich ziehe ihn auseinander und biege ihn. Jetzt brauche ich eine Schere. Ich schneide den Halm hier ab. Und das Stück unter dem flexiblen Teil auch. Dann klebe ich die Teile zusammen. Ich klebe noch eine rote und eine blaue Perle an. Jetzt muss ich das Klo bauen. Die Schüssel ist aus Schaumstoff. Ich klebe noch Karton drumrum. Dann kommt die Klobrille drauf. Ich habe alles, was du brauchst. Die Dusche kommt an die Wand. Und schon hast du ein Badezimmer. Aber wir machen es noch gemütlicher. Okay, rein da. Du musst dich gründlich waschen. Ich lasse dir Privatsphäre. Das lief gut. Fühlst du dich jetzt besser? Du riechst fantastisch. Hm, aber dein Kleid ist mit Schokolade vollgeschmiert. Keine Bange, du bekommst dein neues Outfit. Ich liebe Klamotten shoppen. Es gibt nichts Besseres. Wow, das ist so spannend. Mal sehen, was wir hier haben. Hm, ich weiß nicht so recht. Wir müssen was anderes ausprobieren. Irgendeine Idee? Hey, wir haben ja diesen goldenen Stoff. Du bekommst ein maßgeschneidertes Dress. Zuerst lege ich den Stoff auf den Tisch. Ich habe eine Schablone aus Pappe gemacht. Jetzt schneide ich drumherum. Dann nähe ich die Teile zusammen. Das ging einfacher, als ich dachte. Probier's an. Wow, das steht dir echt gut. Du siehst aus wie ein Model. So kannst du direkt auf den Laufsteg. Mh, erfrischend. Oh nein, wir müssen uns beeilen. War das nicht toll? Wow, wie du duftest. Was zum? Guck dir dieses Outfit an. Aber das kriegen wir besser hin. Ich muss nur schnell was holen. Hm, hier ist nichts. Wo bin ich? Das ist nicht mein Zimmer. Was machst du denn hier? Oh, genau die brauche ich. Du willst meine Maske? Die liegen in meinem Aktenkoffer. Cool, danke. Ha? Nee, hab's. Oh, da ist deine. Wie viel bekommst du? Ach, nimm einfach alles. Mach's gut. Wer war das? Jetzt bekommst du ein Dress. Oh, da fehlt noch was. Den brauchen wir auch. Du wirst total stylisch aussehen. Los geht's. Zuerst schneide ich das Band ab. Auch auf der anderen Seite. Dann schneide ich die Maske zu. Zuerst schneide ich sie in der Mitte durch. Ich brauche zwei Teile. Ich lege sie nebeneinander. Dann klebe ich sie zusammen und falte das um. So einfach geht's. So ein süßer Rock. Hier für dich. Wow, der passt echt gut zum Top. Und zum Kopftuch. Gute Wahl. Du brauchst noch einen Kleiderständer. Man kann nie genug Outfits haben. Du siehst perfekt aus. Schau mal, du brauchst eine Sitzgelegenheit. Sieht der nicht toll aus? Wow! Nein! Oh, stopp! Ich kann nicht hinsehen! Was? Wo kommt das denn her? Ein Sessel? Aber total kaputt. Ja, offensichtlich. Gib den her. Warum musste das passieren? Tut mir total leid. Warte. Wie dumm von mir. Wir können den mit Gold abdecken. Warum habe ich da nicht gleich dran gedacht? Hier umschlagen. Und fertig. Jetzt sieht er noch besser aus. Das ist also nicht ohne Grund passiert. Wow, der kommt hier echt gut zur Geltung. Nimm Platz auf deinem Thron. Was sagst du dazu, Kendall? Hm, lass mich mal sehen. Wow, der ist schick.
Hey, ich kann auch sowas Schickes machen. Ich weiß auch schon wie. Ich habe die Schwämme zusammengeklebt und mache jetzt Kleber drauf. Ich bedecke die ganze Oberseite. Dann falte ich den Stoff einfach drüber und klebe ihn fest. Ich lege den so eng wie möglich an. Und obendrauf kommt schwarzer Filz. Das drehe ich jetzt um. So habe ich auch das Rückenteil und die Seiten gemacht. Jetzt haben wir eine Couch. Probier sie aus. Sieht total bequem aus. Ich habe hier auch noch ein paar Accessoires. Die kleinen Dinge verleihen Charakter. Du hast jetzt bestimmt Hunger. Hier hast du Kuchen. Du brauchst auch Pflanzen. Wie wär's mit Kunst an der Wand? Ich bevorzuge die Klassiker. Ein Foto mit deinem Schatz fehlt noch. Ich glaube, wir sind fertig. Wow, das ist mal ein schickes Zuhause. Sieht aus wie ein Palast. Hey, was soll das? Sorry, mir gefällt dein Puppenhaus. Das ist so golden. Ja, genau so wollte ich es. Und dein Puppenhaus ist anders, auf eine gute Art. Hey, irgendwas passiert. Cool, wir haben gewonnen. Glückwunsch. Wow, ich bin so glücklich. Das ist wohlverdient. Oh, ach, diese Puppe ist so langweilig. Ich will sie nicht mehr. Ich habe etwas viel Besseres. Sieh sie dir nur an. Sie ist wunderschön. La 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 la, ich bring den Müll raus. Oh, was ist das? Was machst du hier drin? Wie konnte man dich nur wegwerfen? Keine Sorge, ich werde deine neue Mami sein. Was zum... Okay, das ist ja seltsam. Wo bin ich? Was ist hier los? Wow, schau dir diesen Ort an. Ist das meine Puppe? Nein, sie gehört mir. Egal, ich habe ja eine schönere Puppe. Sieh dich an, du bist so schmutzig. Wir müssen dich sauber machen. Halt still. Huh? Oh, ist die Decke undicht? Ja, ich brauche eine Dusche. Das fühlt sich gut an. Keine Sorge, ich habe dich nicht vergessen. Ich muss nur ein paar Tropfen auffangen. Das sollte reichen. So entfernen wir den Schmutz. Und du bist wieder wie neu. Man braucht manchmal gute Pflege. Mach's dir ruhig bequem. So eine winzige Zahnbürste. Ganz ruhig. Weit öffnen. Du wirst bald ein Hollywood-Lächeln haben. Ich werde eine Sonnenbrille brauchen, um dich anzusehen. Deine Zähne sind perlweiß. Jetzt bin ich dran. Oh, so beruhigend. So lässt es sich leben. Macht es dir Spaß? Was machen wir jetzt, Püppchen? Ha, bringen wir deine Haare in Ordnung. Deine Haare sind langweilig. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich bin eine Expertin im Haarstyling. Das war deine Schuld. Versuchen wir es noch einmal. Du siehst ja so zerzaust aus. Es ist so nervig. Schön, dich zu sehen, Schatz. Ich mach das schon. Nein, meine Puppe. Okay. Ich brauche aber ein paar Spezialwerkzeuge. Wo sind sie? Aha, genau das brauche ich. Das könnte knifflig werden. Nicht bewegen. Ich nehme eine Schüssel, füge Wasser hinzu und ein wenig Lebensmittelfarbe. Dann vermische ich alles gut. Sieht gut aus. Wo ist meine Kundin? Ich tauche die Haare der Puppe ins Wasser. Ist es warm genug? Was rede ich da? Du bist eine Puppe. Jetzt warte ich eine Weile und wringe das Haar aus, um das Wasser zu entfernen. Jetzt müssen wir dein Haar abtrocknen. Wow, diese Farbe steht dir wirklich gut. Sie sieht echt schön aus. Bist du fertig? Wow, du siehst so anders aus. Ja, aber du musst mich immer noch bezahlen. Ach ja, richtig. Bonbons? Oh, das ist der Grund, warum ich nicht mit Kindern arbeite. Das war toll. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wow, schau dir ihre Haare an. Wie wär's mit einem neuen Look? Wann hast du das letzte Mal deine Haare gewaschen? Was soll ich jetzt tun? Moment mal. Vielleicht kann ich den hier benutzen. Ein Versuch ist es wert. Ich lege meine Puppe auf den Tisch und schneide ihr die Haare. Wow, kurzer Haarschnitt steht dir gut. Der kahle Kopf aber nicht. Ich nähe die Schnur durch den Puppenkopf und verwende verschiedene Farben. Sie wird spektakulär aussehen. Jetzt die überschüssige Schnur abschneiden und den Kopf wieder anbringen. Wow, ich wünschte, ich hätte solches Haar.
Du siehst umwerfend aus. Ich bin neidisch. Und Ava auch. Mmh, dieser Schokoaufstrich ist echt köstlich. Probier mal. Oh nein, ich habe ihn überall verschüttet. Tut mir leid. Wir müssen dich umziehen. Zum Glück habe ich diesen Koffer mit Outfits. Ich bin auf alle Fälle vorbereitet. Wie findest du das? Süß, oder? Los, probier's an. Es wird dir gefallen. Wow, du siehst toll aus. Du siehst ja in jedem Outfit gut aus. Du bist so schick. Und gehörst auf den Laufsteg. Wow, ich bin total sprachlos. Und die Katze als Accessoire? Tolle Idee. Wie wäre es mit etwas Legerem? Es ist ideal für einen Spaziergang. Glamourös, aber leger. Gehst du mit Freunden aus? Mit diesem Outfit bist du bereit, Spaß zu haben. Du wirst der Mittelpunkt der Party sein. Du bist die beste Kleine. Wow, so viele schöne Kleider. Besser als meine Garderobe. Du brauchst wohl auch ein paar neue Kleider. Zeit für einen Einkaufsbummel. Zieh dich nicht einfach so aus. Ups, Entschuldigung. Wo soll ich nun hinschauen? Relax, sie ist abgedeckt. Hey, Ava. Psst. Kann ich mir die ausleihen? Die Socke, sie ist hinter dir. Ich habe gerade meine Nägel lackiert. Bitte, ich brauche es wirklich. Oh, nimm sie. Igitt, die ist ekelhaft. Danke, das wird schon klappen. Ich schneide zuerst die Spitze der Socke ab. Genau so. Dann ein kleines Dreieck an beiden Seiten. Sieht gut aus. Willst du es anprobieren? Wow, sieht toll aus. Ich wünschte, ich hätte so ein Kleid. Vielen Dank, Ava. Hä? Ich höre dich nicht. Egal. Oh yeah. Oh nein, was habe ich getan? Oh, nimm das ab. Es tut mir leid. Verzeihst du mir jemals? Wir sind Kunstexperten, Süße. Mach dir keine Sorgen. Wir haben von dem Schuh gehört. Die Originalität gefällt mir. Die Pinselstriche sind einzigartig. Ich kenne bessere, aber trotzdem, es ist okay. Sie sind also beeindruckt. Was ist mit Ihnen? Oh, ich bin mir nicht sicher. Was? Okay, das gefällt mir. Das ist schon besser. Ich möchte, dass er perfekt ist. Ich habe eine Idee. Ich nehme eine Schüssel mit Wasser und füge Nagellack hinzu. Verschiedene Farben davon. Ich will, dass es fantastisch aussieht. Das sollte genügen. Jetzt tauche ich den Schuh hinein und bewege ihn im Wasser. Ich möchte, dass er alle Farben auffängt. Wow, sieh dir den an. Meine Puppe hat Maßschuhe. Wow, exquisite Verarbeitung. Die Modehäuser in Mailand wären neidisch. Wir kaufen sie. Hä? Sie hat den Schuh in Nagellack getaucht? Wenn Kunst so einfach ist, will ich es auch versuchen. Ich brauche nur ein paar Schuhe. Na los, wo ist sie? Ich schau mal online nach. Ich habe kein Geld für sowas. Alles ist so teuer. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß, ich habe hier etwas Geld für Notfälle. Die Mäuse haben es wohl vor mir gefunden. Ugh, warum passiert mir das immer? Was mache ich jetzt? Vielleicht gibt es hier drunter etwas Geld. Eine Klebepistole und Stifte, die kann ich verwenden. Es ist Zeit, kreativ zu werden. Ich ziehe meiner Puppe zunächst einen Luftballon über die Füße. So werden sie nicht schmutzig. Und sie sehen aus wie Socken. Ich bestreiche den Ballon mit dem Klebestoff. Das wird meine Form sein. Nun brauche ich ein Stück Schaumstoff. Ich zeichne den Umriss eines Fußes. Dann schneide ich ihn aus. Jetzt kann ich ihn ausmalen. Ich mache einen Regenbogeneffekt. Ich will verschiedene Farben verwenden. Wow, sieht fantastisch aus. Ich trage Kleber auf eine Seite des Schaumstoffs auf. Dann kommt die Klebeform darauf. Wow, handmade Boots. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich färbe den Kleber mit dem Korrekturstift. Ich mache kleine weiße Flecken mit dem Stift. Die sind echt cool. Und ich habe sie ganz allein gemacht. Ich hoffe, sie gefallen meiner Puppe. Komm, probier sie an. Sie passen einfach perfekt. Wow, sie sind der Hammer. Du siehst so modisch aus. Sie sind ein Naturtalent. Hä? Wow, schau mal da. Hoffentlich halluziniere ich nicht. Wir haben ein wahres Genie entdeckt. Wohin gehen sie? Ich muss die Boots sehen. Oh, hey. Bravo, ihr Werk ist erstaunlich. Danke. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist das für mich?
Moment, Sie wollen die Boots kaufen? Die verkaufe ich nicht, sie gehören meiner Puppe. Aber wir können sie berühmt machen. Ich will nur, dass meine Puppe glücklich ist. Lass uns hier verschwinden. Wir sehen so hübsch aus. Warte, du brauchst dein eigenes Telefon. Ich habe das für dich gekauft. Wir können jetzt texten. Das war sehr unhöflich. Du solltest etwas dankbarer sein. Versuchen wir es noch einmal. Halte einfach die Bürste. Och, das muss ich in Ordnung bringen. Danke, ihr mysteriösen Hände. Ha, eine schwierige Aufgabe. Die erfordert eine Menge Planung. Die Puppenhände sind zu klein. Wenn ich... Oh, ich kann eine Tasche entwerfen. Die wird ganz toll. Ach, das sieht schrecklich aus. Sie ist zu langweilig und simpel. Noch einmal von Anfang an. Fokus, Ava. Ich weiß, dass ich es kann. Die sieht schon besser aus. Sie braucht ein Kettenband. Wow, ganz herrlich. Ich sollte Designerin werden. Ich bin ein Genie. Ich nehme goldenen Schaum und schneide ihn in einer Kreuzform. Jetzt ziehe ich die Klebeschicht ab und falte die Ränder um. Dann drücke ich sie zusammen. Danach falte ich den langen Teil um. So, ich habe jetzt eine Tasche. Ich brauche nur die Kette. Wow, die würde ich tragen. Bitte schön, deine neue Tasche. Da kannst du all deine Sachen bewahren. Da gibt's so viel Platz. So hast du dein Telefon immer bei dir. Oder deine Haarbürste. Da ist alles drin. Wow, du siehst umwerfend aus. Wir müssen unbedingt ein Selfie machen. Das werde ich definitiv posten. Lächeln! Wir sind live. Haben Sie eine Botschaft für Ihre Fans? Oh, hi. Filmen Sie mich von meiner besten Seite. Aus dem Weg, Lady. Ich rede mit der Puppe. Entschuldigung. Hey. Gehen Sie aus dem Bild raus. Das ist echt peinlich. Was habe ich getan? Das ist meine Chance. Ich nehme das hier. Genau das brauche ich jetzt. Ich muss mich beeilen. Ava soll das nicht merken. Zuerst schneide ich dieses Patch ab. Die Farben sind erstaunlich. Jetzt brauche ich einen Reißverschluss. Ich trage Kleber an beiden Seiten auf und klebe Glitzerschaumstoff darauf. Jetzt muss ich es formen. So falten und dann auf ein Stück Karton kleben. Es soll sicher sein. Jetzt Kleber an die Ränder geben. Zum Glück ist meine Hand ruhig. Das sollte reichen. Dann klebe ich mehr Schaumstoff auf. Ich will keine Lücken. Noch einmal auf der anderen Seite. Jetzt den Patch in dieselbe Form schneiden und auf den Schaumstoff kleben. Jetzt kommen zwei kleine Kleckse Kleber nach oben. Einfach so. Ich klebe ein winziges Stück Stoff an. Und auch auf der Seite ohne Patch. Meine Puppe hat einen Rucksack. Bitte, gefällt es dir, Süße? Wow, ich wünschte, ich würde so aussehen wie du. Kannst du das schneller machen? Woher hat Annie den Rucksack? Sieht ja toll aus. Oh, danke. Ist doch süß, oder? Er gefällt mir sehr. Warte. Ist das mein Kleid? Ein Kleid? Nein, keine Kleider hier. Aber wir reden später darüber. Hey, Barbie. Willst du mit mir abhängen? Oh, danke dir. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Hä? Ist das deine neue Puppe? Darf ich mal sehen? Nein, das ist meine. Gib schon her, die gehört jetzt mir. Hey, ganz langsam. Nein. Oh, sie ist hübsch. Ich glaube, sie will eine Runde drehen. Was sagst du, Blondie? Brumm, brumm. Wow, ich liebe den Wind in meinen Haaren. Das ist langweilig. Warum ist die Puppe nicht auf der Party? Weil sie keinen Körper hatte. Du Monster! Ha, das war ein guter Scherz. Haha, fang! Ah! Ich habe plötzlich Kopfschmerzen. Ich muss los. Barbie, alles okay? Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Keine Sorge, ich helfe dir. Schau, du siehst aus wie neu. Naja, nicht ganz. Du brauchst ein Makeover. Wow, schau mal, Barbie. Das ist genau, was du brauchst. Deine Haare sehen scheußlich aus. Hey, ich kann dich hören. Worauf warten wir noch? Rasieren wir es ab. Nicht bewegen. Das dauert nicht lange. Der Glatzenlook steht dir bestimmt. Tu es nicht. Leg den Rasierer weg. Nichts da. Du wirst es lieben. Das bezweifle ich stark.
Wow, dein Kopf glänzt total. Meine schönen blonden Locken. Warte nur, bis du schläfst. Fast fertig. Warum machst du sowas? Ernsthaft? Das ist nicht cool. Jetzt brauche ich eine Nadel. Damit verpasse ich dir eine neue Frisur. Ich drücke die Nadel in Barbies Kopf. Und die Haare bleiben an Ort und Stelle. Das ist wie eine Haarverlängerung. Das läuft doch super. Vertrau mir, es wird toll aussehen. Es kann nicht schlimmer sein als ein rasierter Kopf. Ich muss mir nur Zeit nehmen. Und die letzte Strähne, die sehe ich aus. Wow, das ist großartig. Aber wir brauchen etwas Farbe. Ich bemale eine Mascara-Bürste mit Nagellack. Und dann bürste ich durch deine Haare. Wow, diese Farbe steht dir richtig gut. Gute Wahl. Ich wollte meine Haare schon immer färben. Aber Ken steht total auf mein blondes Haar. Das sollte reichen. Jetzt kommen wir zu den Accessoires. Diese Ohrringe sind toll. Oh, wie schick. Wow, du siehst umwerfend aus. Ich liebe es. Also, was nun? Dieses Outfit wird süß aussehen. Das schmeichelt deinem Haar. Oh, ich fühle mich so stylisch. Du hast echt Sinn für Mode. Ich kenne noch jemanden, dem es gefällt. Hey, du. Wow, du siehst wunderschön aus. Oh, ihr zwei werdet ein süßes Paar. Ich werde ganz emotional. Küsst euch. Wie könnte ich sie nicht küssen? Ich habe einen Freund. Nein, ich habe meine Zähne nicht geputzt. Ich rieche es. Oh, gleich passiert es. Es ist wie ein Märchen. Oh, wow, du hast noch eine Puppe. Oh, die küssen sich. Du musst echt alles ruinieren. Ich hab was für dich. Hehe, viel Spaß. Wie ekelhaft. Und was dich angeht? Au. Was für ein Schlag. Ich meine, er ist hingefallen. Wuhu. Schau, du kannst fliegen. Höher, höher. Das macht Spaß. Ich hab so viel Spaß mit dir. Ich werde echt nicht genug bezahlt. Hey, Kleine, dein Paket. Echt? Für mich? Bin gleich wieder da, Barbie. Hey, lass dir Zeit. Ich bin einmal weg. Was das wohl ist? Steht kein Absender drauf? Hm, interessant. Nun, ich mach's einfach auf. Hallo? Was? Was ist das? Du siehst das doch auch, oder? Wow, was ist das? Ich bin deine neue Puppe. Du bist unheimlich. Warte. Das ist seltsam. Sie kopiert alles, was ich mache. Hm, Moment mal. Das ist echt lustig. Und etwas langweilig. Okay, peppen wir es auf. Ich kann auch tanzen. Schau dir diese Moves an. Ja, ja, langweilig, Barbie. Freestyle. Das ist meine Chance. Nein, was machst du da? Nimm das. Hey, hör auf. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab die Kontrolle hier. Warum tust du das? Ich bin es nur. Was? Komm zurück. Der ist echt schrecklich. Na, 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 na. Wow. Bobby, alles okay? Mir ging's schon besser. Sprechen wir nicht darüber. Tut mir so leid. Wir müssen dich sauber machen. Alles wird gut. Bitte beeil dich. Das stinkt. Hm. Wir müssen diese Pickel ausdrücken. Wow, das ist ganz schön viel Eiter. Der ist riesig. Ekelhaft. Aber macht irgendwie süchtig. Igitt. Wir müssen dir einen guten Reiniger besorgen. Das hört ja nie auf. Danke, dass du das machst, Liebes. Das ist wahre Freundschaft. Das macht echt Spaß. Hm, was nun? Ich weiß. Ich brauche Zahnpasta. Ich gebe es auf dein Gesicht. Deine Haut wird leuchten. Echt? Das fühlt sich gut an. Moment mal. Oh, minzig. Du verdienst nur das Beste. Diese Goldplättchen sorgen für etwas Glanz. Du verwöhnst mich richtig. Ich komme selbst nie dazu. Das ist schön, weißt du? Wie ein Spartag. Wenigstens habe ich meine... Nein! Jetzt können wir schrubben. Halt still. Dadurch wird der Schlamm entfernt. Das kitzelt. Wie fühlt sich das an?
Oh ja, das ist gut. Das gefällt mir. Ah, so entspannend. Du strahlst total. Gibst du deinen Haaren? Wie wäre es mit einem Dupp? Irgendwas fehlt noch. Vielleicht ein neuer Mantel. Das ist besser. Wow, ich fühle mich so schön. Achtung, Jungs. Ich werde eure Herzen stehlen. Ich liebe das neue Outfit. Du hast einen ausgezeichneten Geschmack. Du siehst fabelhaft aus. Ich bin echt neidisch. Ich möchte ein Foto machen. Posiere. Du bist der Hammer. Schauen wir sie an. Wow, die müssen wir posten. Du bist einfach wunderschön. Das gibt's nicht. Schau dir diese Likes an. Ich will schön ausgehen. Achtung, Hollywood, ich komme. Ich werde zum Star. Alle meine Träume werden wahr. Ich bin nicht zu bremsen. Zeit, ins Bett zu gehen. Du brauchst deinen Schönheitsschlaf. Du auch? Du brauchst ihn. Süße Träume. Und ich habe etwas Zeit für mich. Ich schalte den Fernseher ein. Hä? Oh, was ist das? Platze einen Ball mit einer Nadel. Wow. Nimm dann ein Stück blauen Stoff und einen Streifen gelben Stoff. Schneide den gelben Stoff in die Form einer Krone. Dann füge ich ein paar Details hinzu. So, dann wickle ich es um den Ball. Echt cool, was? Wow, das gefällt mir. Ich frage mich, was er damit machen wird. Zeit für die OP. Das könnte wehtun. So weit, so gut. Moment mal. Und der neue Kopf wird aufgesetzt. Was für ein Upgrade. Warte mal. Was soll dieser Lärm? Was ist hier los? Haha, ich hoffe, dir hat die Show gefallen. Ich liebe es, mit euch zu tanzen. Ihr seid wie meine Familie. Familie. Mir wird schwindelig. Ich glaube, ich muss kotzen. Oh, mach einfach mit. Leute, denkt ihr, was ich denke? Du meinst, ich will ein Baby. Oh, ich hatte gehofft, dass du das sagst. Also chill ich einfach hier? Und los, machen wir es dir bequem. Ich gebe Knetmasse auf deinen Bauch. Dann ein Stück Frischhaltefolie. Als nächstes brauchen wir mehr Modelliermasse. Ich bedecke alles mit Kleber. Es soll schön hoch werden. Das sollte reichen. Und jetzt lasse ich es aushärten. Sieht super aus. Komm schon, Barbie. Oh. Hä? Ist das ein Baby? Oh nein, ich glaube, es kommt. Mist, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. So aufregend. Ich werde Mutter sein. Los geht's. Schön atmen. Du hast leicht reden. Was passiert hier? Alles ist gut, mein Schatz. Ich kann den Kopf sehen. Hier ist es. Ein hübscher kleiner Junge. Glückwunsch. Er ist wunderschön. Was zum... Das ist nicht mein Baby. Er hat deine Augen, Barbie. Wir müssen reden. Du musst mir da was erklären. Ups, peinlich. Also, ich muss dann mal los. Nichts ist schöner als eine Shoppingtour. Ich bin froh, dass wir das machen. Ja, ich auch. Wo fangen wir an? Wow, schau mal da drüben. So eine Puppe habe ich ja noch nie gesehen. Die ist herrlich. Ich will die haben. Genug Geld sollte ich dabei haben. Das lag ganz unten in meiner Tasche. Ich hoffe, ich habe genug. Das wird meine Puppe. Dann bereite ich mich mal aufs Business vor. Ups, den verstecke ich lieber. Oh, Kunden. Komm, wir kaufen die Puppe. Kann ich euch helfen, Ladies? Wir möchten diese Puppe kaufen. Das ist eine Menge Kohle. Okay, die Puppe gehört dir. Oh, cool, wie aufregend. Ich verspreche, sie zu lieben und zu ehren. Ich glaube, du verstehst nicht. Die gehört mir. Gib sie her. Pfoten weg. Hey, was soll denn das? Ich weiß, wie ich das lösen kann. Dafür brauche ich meinen Zauberstab. Ich liebe diesen Teil. Puh, das gefällt mir am besten an diesem Job. Wer ist der Nächste? Das ist alles deine Schuld. Machst du Witze?
Du hättest mir die Puppe einfach geben können. Hört ihr jetzt endlich mal auf? Hey, aufgepasst. Ihr sollt die Deckel hochheben. Hä? Oh, cool. Was zum... Soll das eine Art Joke sein? Wir müssen reden. Ich bin dran. Wow, schau dir das an. Zuckerwatte und Diamanten? Ich weiß, ist beeindruckend. Fang jetzt an. Oh, hab's kapiert. Hoffe, du kannst die Luft anhalten, Mindy. Los, steck deinen Kopf in die Schüssel. Wow, stopp, was machst du denn da? Nein, so war's nicht gemeint. Tun wir so, als wäre das nie passiert. Das ist doch nicht so schwer, denk nach. Ein kleiner Tipp. Ah, jetzt weiß ich. Erfrischend. Insekten liefern Eiweiß. Ich fange an, das hier zu bereuen. Ich zeig's euch. Die Zuckerwatte kommt in die Schüssel, verstanden? Klar, wusste ich doch. Ich habe nur rumgealbert. Das wird gut werden. Rein damit. Was wird passieren? Da ist was drin. Das ist eine Puppe. Eine sehr schmutzige Puppe. Ich will die nicht. Schau sie dir mal an. Das ist Pech. Aber total lustig. Du musst nicht gleich so gemein sein. Und was hast du? Hä? Oh, stimmt. Finden wir es heraus. Es geht los. Sie löst sich langsam auf. Eigentlich hätte ich die Zuckerwatte gerne aufgegessen. Zum Glück habe ich was probiert. Oh, da ist eine Puppe. Ich wische dir mal die Haare aus dem Gesicht. Dann komm da mal raus. Vielleicht hätte ich Mindy nicht auslachen sollen. Meine Puppe kommt im Landstreicher-Look. Ist jetzt nicht mehr so lustig, was? Hey, hör auf damit. Und was jetzt? Schaut mich nicht so an. Ich habe Besseres zu tun. Was? Ist sie einfach abgehauen? Wenigstens hat jede von uns eine Puppe. Wir können hier nicht ewig rumsitzen. Wir müssen was unternehmen. Schau dir mal die Pickel an. Die sind riesig. Ich werde sie ausdrücken. Ich kann nicht. Das ist zu eklig. Jedenfalls nicht ohne Schutzausrüstung. Dieser Dreck könnte abgehen. Ich mache mir doch nicht die Hände schmutzig. Okay, jetzt wird gequetscht. Igitt, schau mal, wie das spritzt. Und deshalb ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Uah, ich hab was in den Mund gekriegt. Das schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Cremig. Ich hab schon Schlimmeres probiert. Uah, ich kann kaum hinschauen. Du siehst echt übel aus. Hey, jetzt bringen wir es auch zu Ende. Ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Aber das kriege ich wieder hin. Ich gieße Kleber in die Schale. Das müsste reichen. Aber da fehlt noch was. Oh, nicht bewegen. Was machst du da? Sch, mach einfach mit. Ich brauche was von deinem Lidschatten. Der glitzert so schön. Das verrühre ich jetzt. Ich will's durchgemischt haben. Perfekt. Das tupfe ich jetzt auf die Puppe. Stillhalten, ich will nichts verschmieren. So werden wir alle Verunreinigungen los. Hoffe ich zumindest. Alles wird gut. Ich würde auch gern so verwöhnt werden. Wow, deine Haut strahlt. Was für ein Unterschied. Sie sieht gut aus. Was ich von meiner Puppe nicht behaupten kann. Ich mach dich erstmal sauber. Ich will sehen, womit ich arbeite. Schon besser. Warte mal. Was ist mit deinen Zähnen? Die müssen wir schrubben. Uah. Falsche Bürste. Was überlegst du?
Die Zahnbürsten stehen direkt vor dir. Hä? Oh, ja. Wie konnte ich die nur übersehen? Die passt zu meinem Stil. Gleich hast du wieder ein Hollywood-Lächeln. Weit aufmachen. Minzig. Wir sind aber noch nicht fertig. Da fehlt noch was. Aber was? Lass mich nachdenken. Ich brauche deinen Ohrring. Den muss ich aber noch in Form biegen. So geht's. Die kommt auf die Zähne meiner Puppe. Dann bekommt sie das perfekte Hollywood-Lächeln. Schau sie dir an, Grace. Was sagst du dazu? Sieht gut aus. Du bist so nett. Was hast du nur mit deinen Haaren gemacht? Die sehen so zerzaust aus. Ich muss telefonieren. Hallo, ich brauche deine Hilfe. Ja, es ist schlimm, sehr schlimm. Hi, Schätzchen, wo liegt das Problem? Das musst du dir anschauen. Ich mag die nicht mal anfassen. Du musst deine Magie einsetzen. Was sagst du dazu? Wenn du zahlst, mache ich alles. Ui, das könnte mein härtester Job werden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Fangen wir mit Shampoo an. Kein Zweifel, Schätzchen. Wie wär's mit einer Kopfmassage? Schätzchen, weißt du, dass dein Haaransatz zu sehen ist? Das kann ich aber ändern. Spülen wir erstmal deine Haare aus. Dann trocknen. Und jetzt werde ich dich verwandeln. Ich bin ein Picasso mit der Haarbürste. Kleine, du wirst wunderschön aussehen. Ich streue jetzt Glitzer in dein Haar. Jeder braucht Glanz im Leben. Meine Arbeit ist hier getan. Wow, das musst du aufsetzen. Passt aber nicht zu meinem Outfit. Aber okay, du bist diejenige, die zahlt, aber ich find's demütigend. Den hast du dir verdient. Meine Augen. Jetzt dramatisier mal nicht über. Oh, der ist so glänzend. Gib her. War mir ein Vergnügen. Ruf jederzeit an. Wow, sie sieht so stylisch aus. Ich muss deine Haare machen. Und ich weiß auch schon wie. Das wagst du nicht. Oh doch, ich mach dir eine Glatze. Alles kommt runter. Verabschiede dich von deinen goldenen Locken. Ich hab Nadel und Faden. Und ich verpasse dir eine neue Frisur. Ich zieh die Nadel mit dem Faden durch den Puppenkopf. Ich fange mit Pink an. Das wird schön leuchtend und auffällig. Und noch eine andere Farbe. Der ganze Kopf soll bedeckt sein. Den Rest der Schnur schneide ich ab. Jetzt kommt dein Kopf wieder drauf. Das sieht toll aus. Vielleicht färbe ich mir auch die Haare so. Dann sehen wir aus wie Zwillinge. Das steht dir. Damit fällst du auf jeden Fall auf. Gefällt's dir, Mindy? Wow, gut gemacht. Unglaublich, dass es dieselben Puppen sind. Deine Klamotten sehen nicht gut aus. Aber ich habe eine Idee. Oh, Butler! Ihre Garderobe, Madame. Wow, danke. Ich liebe Modeschauen. Mal sehen, was wir da haben. Das ist mal eine Schuhsammlung. Und es gibt so viele Kleider. Das sieht gut aus. Probier es gleich an. Nein, das ist nicht dein Style. Okay, was ist mit dem hier? Lila ist in dieser Saison total in. Na gut, dann was anderes. Du bist ganz schön wählerisch. Hey, was ist hier drin? Ich habe das noch nie bemerkt. Das ist ja eine angenehme Überraschung. So ein wunderschönes Kleid. Du wirst wie eine Prinzessin aussehen. Das musst du anziehen. Oh, du siehst umwerfend aus. Warte, wir brauchen noch Schuhe. Und ich habe genau die richtigen. Passt alles perfekt zusammen. Du brauchst auch noch Accessoires. Das ist von meinem Lieblingsdesigner. Wow, was für eine Verwandlung. Aber ich kann das schlagen. Oh, Butler. Vielleicht versuchen wir es nochmal. Ist schwer heutzutage gutes Personal zu finden. Hey, hat's doch geklappt? Oh, ist zwar kein Kleiderschrank mit Designerklamotten, aber damit wird's auch gehen. Keine Bange, ich weiß, was ich mache. Ich nehme zuerst einige Änderungen vor. Ich schneide drei der Finger ab. Jetzt ziehe ich den meiner Puppe an. Bedeck dich, hier schauen Kinder zu. Dann drehe ich die Puppe um und binde den Daumen und den Finger zusammen. Das ist ein toller Gürtel. Das war's schon. Jetzt brauchen wir Schuhe. Ich lege Folie um deine Füße. Keine Sorge, das sind nicht deine Schuhe. Ich brauche jetzt meine Klebepistole. Ich nehme Glitzerkleber. Den trage ich direkt auf die Puppenfüße auf. Ich warte, bis der trocken ist. Und dann schneide ich das hier ab. Ich
Ich habe einen Zahnbürstenschutz mit Kleber bedeckt. Und den tauche ich in diese Perlen. Das ist eine süße Handtasche. Ich kann's nicht glauben. Du siehst fantastisch aus. Ich denke, das war's. Ich stimme dir zu. Beide sehen wunderschön aus. Unsere Puppen sind bereit für die Party. Das klingt super. Hoffentlich sind wir auch eingeladen.